in Sektor 2B. Und schon wieder volles Leben, cool. Die ersten zwei Imps gekillt, volles Leben. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass er es überlebt. Francis Ericsson 259. Gut, dann habe ich den hier auch schon in Code und das Schließfach und alles. Boah. Wie hat mich ankotzt, diese komischen Viecher, wie sie mich die ganze Zeit anspringen wollen, ey. Die haben eindeutig soziale Probleme. Werden wahrscheinlich nicht oft genug in den Arm genommen von ihren Kameraden. Genau deswegen. Deswegen müssen sie andere die ganze Zeit anspringen, weil sie auch nichts anderes wollen als Liebe. Tja. Sind sie bei mir an der falschen Stelle? Ich muss sie leider abknallen. Toll, ey, jetzt habe ich ein ganzes Leben weniger und da habe ich es wieder. Aua, verdammt, jetzt bin ich auch doch zweimal reingelaufen. Ich habe eindeutig schon intelligentere Sachen gemacht. Muss mal ganz kurz gucken, da hinten war noch, glaube ich, noch ein bisschen Leben. Lol. Kommt da halt nochmal einer, ne? Das war jetzt sehr unerwartet. Lol, wieder halt einfach nochmal Gegner kommen. Das ist ja geil. Ich gehe mal nochmal ein bisschen weiter zurück. Hallo? Gegner? Gegner? Keine mehr? Okay. So, mal sehen. Oh, der ist sogar schon tot.
Da habe ich wohl den Kopf getroffen. Interessant. Oh, Sie überraschen mich. Schön, Sie zu sehen. Ich hatte allerdings auf mehr Männer gehofft. Ich habe eines der Exemplare untersucht und gehofft, eine Schwäche zu finden, eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Bisher habe ich nichts gefunden. Ich hatte nicht genug Zeit. Ich werde hier weiter forschen. Mehr kann ich nicht tun. Im Schrank nebenan finden Sie jede Menge Ausrüstung. Der Türcode lautet 624. Ich hoffe, das hilft. Okay. Der Raketenwerfer regelt ja zum Glück die meisten Sachen. Nein, fuck, ich bin zu früh aufgestanden. Willkommen in den Stasiskammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen über den ersten Tests von Delta-3 mitgebracht werden. Ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren, mit extrem hoher Hitzetoleranz. Das Epidermisgewebe ist sehr widerstandsfähig gegen Abschürfungen oder Schnitte, was interne Untersuchungen verkompliziert. Es wurde unglaubliche Stärke und Agilität beobachtet, bei manchen Exemplaren auch die Fähigkeit, kohäsive Plasmamassen zu manifestieren und zu kontrollieren. Wie die Plasmamassen erzeugt werden, ist nicht bekannt. Wir nehmen an, dass die Exemplare über eine rudimentäre Intelligenz und soziale Struktur verfügen, wie bei den ersten tragischen Expeditionen durch das Portal zu sehen war. Okay, jetzt langweilt mich das aber so langsam. Aber das ist mal eine Zeit lang jetzt witzig, das anzuhören und so, aber nee. Oh yeah, und wieder full life. Was sagt denn der hier so? 371. Das ist gut. Ja, gut, gut. Hey, nicht runterfallen. Fließband. So, wunderbar. Die Stelle hat auch voll an Atmosphäre verloren irgendwie, jetzt wo man die Taschenlampe hier hat.
Und wie er überlebt, ey. Kranker Shit. Nein. Okay, 10 Leben, naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Die liegen hier bestimmt eh irgendwo wieder rum. Jetzt wären wir wieder da. Sehen Sie ein Relikt mit dem Codenamen U1 oder einfach Seelenwürfel. Es wurde 2104 in einer Region entdeckt, in der USC-Forscher Hinweise auf eine lange versunkene Zivilisation fanden. Wir wissen nichts. Okay, hier hat so bestimmt den Code für das Schließfach da hinten. Was? Was? Ah, okay. Der Seelenwürfel ist in der Hölle und du findest ihn nicht. Okay. Ja, da passt man sogar ohne zu ducken rein. Vorsichtig öffnen. Splash Damage, bitch. Und da ist es 463, gut. 725. War ja schon alles okay. Wunderbar. Gut, dann sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.